Wir sind hier heute Morgen gestartet mit einer Analyse der Ist-Situation, haben mögliche Lösungswege und Zukunftsszenarien abgeleitet. Und jetzt sind wir an dem Punkt erreicht, wo wir als Industrie zeigen wollen, wie wir uns den Herausforderungen im Detail widmen. Wir sind hier in Wittstock an der Dosse und da liegt es natürlich nahe, dass wir unseren Produktionsstandort, der nur einen Steinwurf entfernt ist, nämlich in Heiligengrabe, den gebührenden Raum geben. Wir zeigen Ihnen also nun, wie wir mit der Veredelung der märkischen Kiefer nun in die Tiefe gehen. Der nächste Redner ist mein Kollege Herr Harald Sauter. Ein Mann, der normalerweise stets gekleidet, nicht im kleinen Schwarzen, sondern im robusten Kordschwarzen ist. Heute hat er aber das schwarze Hemd angezogen und sieht genauso gut aus. Wird Ihnen nun zeigen, dass er nicht nur ein Mann der Theorie, sondern auch der Praxis ist und das mit einer Leidenschaft für ein allseits bekanntes und etabliertes Produkt, nämlich der Swisscrono OSB-Platte, schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Herr Harald Sauter ist Leiter unserer Anwendungstechnik am Standort in Heiligengrabe und wird Ihnen nun zeigen, dass die Geschichte dieses etablierten Produktes noch lange nicht auserzählt ist und wird Ihnen zeigen, wie wir auf die globalen Herausforderungen im Detail, nämlich auf Kundenwünsche und Anforderungen, reagieren. Harald? Eins, zwei, drei. Jawohl, es funktioniert. Ja. Auch nochmal von mir heute Mittag ein herzliches Willkommen hier in der Design Station. Ich hoffe, ihr seid nochmal gestärkt. Jetzt gehen wir ein bisschen in die konstruktive OSB-Welt, tauchen wir ein bisschen ein, aber keine Sorge, wir gehen nicht so tief rein, wir gehen oberflächlich ein bisschen durch, sonst reicht uns einfach die Zeit nicht. Ja, gehen wir auf die Zielgerade. Ja, Swisscrono OSB, konstruktive Holzwerkstoffe für die besondere Herausforderung. OSB ist eigentlich im Holzbau, ich möchte mal behaupten, nicht mehr wegzudenken. Und ich nenne es zwischenzeitlich schon eigentlich ein Universalprodukt. Ja. Also vielseitig von der Verpackung bis zum konstruktiven, hochwertigen konstruktiven Bauen über Vollholzelemente. Wir tauchen mal ein. Ja. Hier sehen Sie unseren Standort, drüben in Heiligengrabe, 6 Kilometer weg von hier. Wo wir gegen später auch noch eine Werksführung anbieten. Der Produktionsstandort ging 1993 mit MDF HDF ans Netz. 2001 kam dann die OSB-Linie dazu. Und hier produzieren wir so quasi unsere zwei Standbeine, also sprich Laminatfußboden und OSB für den konstruktiven Bereich. Ich nehme Sie mal ein bisschen mit zu Beginn, einfach von der Ernte im Wald bis zur Anlieferung des Stamms in der Fabrik. Lassen Sie es einfach mal ein bisschen auf sich wirken. Die Ernte erfolgt hier klassisch natürlich mit dem Harvester, wie soll es anders sein, wird hier entsprechend schon eingegeben, eingeteilt und wird dann entsprechend auf den Boulder gefahren im Wald, bereit zum Abholen für die Holztransporteure. Der Harvester, kann man sagen, ist ein fahrender Computer. Hier ist quasi alles drin. Sie sehen es hier im Digitalen. Das wird gleich dementsprechend in die Klassifizierung eingeteilt und dementsprechend vermessen etc. etc. Somit ist quasi alles festgehalten. Ja, der Transport erfolgt auf die Boulder und wird dann später über die Holztransporteure hier abgeholt. Da geht was fell. Nochmal. Ja, jetzt überspringt es aber kräftig hier. Warum auch immer, ich bin es auch nicht. Ach, es kommt, jawohl. Ja, das Rundholz kommt auf den Holzplatz bei uns, wird dann entsprechend mit den Greifern in die Linien beladen. Es kommt dann quasi zur Entrindung. Diese Entrindung geht bei uns dann auch direkt in die Energie. Wir machen hiermit also Wärme und Strom, produzieren hier im Standort täglich ca. 460 Megawatt Strom und die Wärme nehmen wir rüber, zu unserer Pressbleche zu beheizen. Ja, nach dem Entrinden
geht es zur Zerspannung. Es werden quasi die Strands entsprechend abgefräst, geht dann rüber in die Trocknungstrommeln und die Etagentrocknung. Wir haben hier eine weitere Etagentrocknung eingebaut die letzten anderthalb Jahre, um einfach den Rohstoff, den Nachschub zu gewährleisten auf dem Band, ja, weil wir die ganze Anlage zwischenzeitlich auf von 450.000 auf 600.000 Kubikmeter Jahreskapazität aufgebaut haben. Die Strands werden hier auf ca. 2,5% runtergetrocknet, gehen dann rüber in die Beleimungstrommeln. Hier ist ein Keul drin, da wird der Strand dreidimensional benetzt und wird dann quasi über die Orienter auf der Conti-Rollpresse aufs Band aufgestreut in zwei Richtungen, Decklagen jeweils als Längsrichtung ausgerichtet und die Querlagen jeweils als Querstreuung. Und somit bekommen wir hier eigentlich ein technisch hochwertiges Produkt. Ja, unsere Presse, ich sage es mal so, sie ist circa ein 43 Meter langer Keil. Ja. Der Presskuchen wird entsprechend hinten angefahren, kommt dann in die Conti-Roll, wird durchgefahren auf die Stärke und hinten am Ende der Presse kommt dann unsere sogenannte Diagonalsäge zum Einsatz, wo die Platte dann im Mitlaufen der Conti-Roll-Produktion ablenkt im rechten Winkel. Somit kann die Presse kontinuierlich laufen. Wir brauchen hier nichts abstellen, sondern die Platte wird quasi so geschnitten auf Länge und geht dann weiter in den sogenannten Sternwender und wird dort von der Produktion, von der Pressproduktion quasi abgekühlt. Wir pressen hier mit ca. knapp 200 Grad Celsius, damit der PMDI-Leim sauber bindet und somit braucht die Platte gewisse Kühlung für die Weiterverarbeitung. Ja, es geht dann weiter über den Sternwender raus zur sogenannten Aufteilsäge oder, wenn gewollt, wenn wir geschliffene Platten machen, in der Straße direkt weiter auf die Schleifanlage, wo die Platte dann entsprechend beidseitig geschliffen wird. Alternativ geht es in die Nut- und Federanlage. Je nachdem geht es ins Lager mit stumpfen Platten, mit Nut- und Federplatten, wird es gesteuert, geht dann rüber in die Verpackung und wird dann eben mit den Staplern entsprechend abgenommen und auf die Lagerplätze gesetzt. Ja, hier sehen Sie noch unseren Containerbahnhof, unseren eigenen. Wie gesagt, wir beliefern auch circa in 100 Länder auf diesem Globus. Und hier haben wir eine eigene Containerverladung, wo dann eben auf die LKWs geht und der Transport erfolgt dann Richtung Hafen. Per Zug, per Schiff geht es dann entsprechend weiter. Ja, gehen wir mal rein an die OSB-Platte. Sie sehen es hier nochmal. Oriented Transport. Ja. Wir verwenden aktuell waldfrisches Kiefern durch Forstungsholz. Das heißt, bei uns geht der Stammquerschnitt irgendwo los bei 7 bis 8 cm. Und haben natürlich oder verwenden hier generell 100% formaldehydfreie Bindemittel bei uns. Die Platte wird, wie gesagt, in Längsdecklage gestreut, zwei Mittellagen quer. Und somit erhalten wir einen optimalen technischen Wert bei dem Produkt, einen guten E-Modul. Und somit haben wir eine hochwertige technische Platte, ich sage, für alle Einsatzzwecke von Verpackung bis zum hochwertigen Holzbau. Ja, mal die Eckdaten. Es gibt ja verschiedene OSB-Platten, OSB 3, OSB 4. Gehen wir mal gerade runter, unsere OSB 3 nach der EN 300. Hier haben wir eine Rohdichte von mindestens 600 Kilo, was wir hier fahren. Dann haben wir die OSB 4 nach EN 300. Da fahren wir ca. 20 Kilo mehr Rohstoff rein. Dann in unserem ungarischen Werk haben wir vor einigen Jahren unsere OSB sensitiv kreiert. Das kam eben aus den Themen wie heute Morgen, wo das VOC-Thema so aufgeschwappt ist, haben wir gesagt, Mensch, was können wir machen, da unten haben wir Pappelvorkommen, lass uns mal versuchen, hier eine Sensitiv zu kreieren. Und wir haben es wirklich top geschafft, die Platte hat die gleichen Werte wie unsere hiesige OSB 3 aus Kiefer. Und wir haben es auch mit der Platte geschafft, letztendlich in verschiedene Ausschreibungen reinzukommen, wo Emissionen halt immer noch ein Thema ist.
Dann haben wir unsere OSB 3, die Stopfire nach EN300, unsere schwere entflammbare Platte. Sehen Sie schon, die produzieren wir hier mit ca. 700 Kilo Rohdichte. Und last but not least unsere OSB 4 Magnum-Bordqualität mit ca. 640 Kilo Rohdichte. Unsere hochwertigste OSB 4 Platte am Standort. Ja, über die Conti-Rollpresse, Sie sehen schon am linken Bild, haben wir eine sogenannte Leimverschlussoberfläche. Das bringt den Vorteil mit sich, wir nennen es die Conti-Finish-Oberfläche. Durch den Leimverschluss haben wir eine wasserabweisende Oberfläche. Das heißt, wenn der Holzbauer seine Elemente produziert und er stellt auf, im Hammer einen leichten Regen oder so, dann perlt das Wasser auch ab und wird nicht immer gleich über die Oberfläche aufgenommen. Ja, wenn wir schon beim Feuchten sind, Verwendung bei der OSB generell, wir sind hier in den Nutzungsklassen 1 und 2. Das heißt, im geschützten Außenbereich, also nicht bewitterter Bereich, können wir die Platten einsetzen und dabei kann natürlich auch die Luftfeuchtigkeit mehrere Monate im Jahr größer 85% betragen, wenn die Platte später dann wieder entsprechend abtrocknen kann. Gleichzeitig oder parallel setzen wir die Platten heute bei uns als luftdichte Ebene ein, ganz wichtig im Bereich des Holzbaus. Das heißt, wir eliminieren quasi die Folien, die luftdichten Folien raus. Das heißt, wir müssen eigentlich bloß nur die Stöße entsprechend abkleben mit zugelassenen Klebebändern und somit erreichen mit der OSB-Platte ab der 12 mm Stärke eben die luftdichte Ebene. Ich habe sie hier mal drinstehen nach der Declaration, nach der DOP, also Declaration of Operational Performance, nach der Leistungserklärung. Hier sind wir deklariert und haben die Platte auch drinstehen ab 12 mm Stärke. Einfach mal ein kleiner Hinweis, ist die Platte nicht deklariert in der Leistungserklärung, baue ich eigentlich als Holzbauer oder als Architekt einen 30-jährigen Mängel ein. Ja? Das muss hier entsprechend ausgewiesen sein. Wir haben hier drinnen nach der 4108 quasi nachweisfreie Konstruktionen und geben an, einen SD-Wert gleich größer 2 Meter. Ja, zur holzfeuchte Änderung. Im Vergleich zum Massivholz, wir haben hier quasi die Ausdehnung, ich sage es mal bei 1% Holzfeuchteänderung, radial im Holz sind wir bei ca. 0,24%, bei der O3 bei 0,03% und die OSB4 halbiert das Ganze nochmal auf 0,015%. Das heißt für uns natürlich, oder der Vorteil beim OSB natürlich, die Ausdehnung pro Meter bei einer Auffeuchtung sagen wir von 12% auf 18%, haben wir einen Ausdehnungskoeffizienten von ca. 0,9 mm bei der 4er bzw. 1,8 mm bei der 3er im Gegenzug zum Massivholz mal dargestellt. Ja, die OSB4-Platte, ich nenne sie immer so, es ist ein bisschen auch mein Lieblingsprodukt. Das Ding kann einfach viel, ist sehr, sehr resistent bei Feuchtigkeit. Ich empfehle es auch nach wie vor nur immer noch im Flachdacheinsatz, weil da haben wir sehr, sehr penible Konstruktionen, die sehr anfällig sind. Und da empfehle ich in der Regel eigentlich immer die OSB 4 einzusetzen oder für exponierte, besondere Lagen. Hier ein Beispiel an der sogenannten Schwarzensteinhütte, das war im Brixental auf über 3000 Meter Höhe. Sie können sich ans erste Foto erinnern, vorhin, wo das Element an der Seilbahn hing. Das kommt von dieser Baustelle, man hat sich da überlegt, macht man eine Heli-Montage oder baut man wirklich tatsächlich Materialseilbahn. Man hat sich dann für die Seilbahn entschieden, es war günstiger. Da hat dann der Winter überrascht, wir haben dann das ganze Ding nochmal extra mit zwei Ladungen OSB4 eingehaust über den Winter und im nächsten Frühjahr gingen die Arbeiten dann weiter, um einfach das Gebäude nochmal zu schützen. Und auch solche Geschichten können Sie mit einer OSB4 hier veranstalten. Ja, war ein interessanter Bau. 6 Geschosse auf 3030 Meter. Wer sich zutraut, kann da mal hinwandern. Tolle Sache. Ja, zur Ökologie. Herr Hasch hat es vorhin schon gesagt. Natürlich, die ganzen Zertifikate, die PEFCs, die EPDs haben wir für unsere OSBs. Natürlich auch den Blauen Engel, das Blaue Engel-Zertifikat. Und wir haben parallel hier auch noch ein sogenanntes Lebensmittelzertifikat für unsere Platte. Heißt für Ablagerungen von Gemüse, Kartoffeln etc., für Marktstände und so weiter und so fort, dass auch hier quasi eine Unbedenklichkeit bescheinigt ist. Die EPDs, der Blaue Engel, das Zertifikat, Sie brauchen es auch für die QNG-Förderung.
die der Staat jetzt rausgibt und natürlich auch entsprechend dann fordert. Und parallel dazu sind wir natürlich mit dem Produkt auch auf der Öko-Baudatenbank hinterlegt. Ja, nachhaltige Holzwirtschaft, Bewirtschaftung ist für uns natürlich oberste Priorität und entsprechend sind wir hier über das PEFC auch zertifiziert. Blauengel, klar, wir brauchen es, es ist das bekannteste Zertifikat, sage ich mal. Ja. Auch das können wir zur Verfügung stellen für unsere OSB-Produkte. Dann, was vor Jahren auch aufkam, durch diese VOCs, die immer wieder angerissen wurden, haben wir natürlich auch zwischenzeitlich über das DIBT seit Jahren schon die Zulassungen für die Verwendung der Platten im Innenbereich entsprechend zertifiziert, auch eben über alle OSB-Platten. Und parallel, wo wir nachher noch drauf kommen, auf unser Magnum-Board-System, nochmal ein spezielles Zertifikat mit der Direktbeschichtung hier mit Kalk, wo wir hier über die IQA haben messen lassen. Ja, auch über das EPH haben wir hier noch ein Zertifikat und somit ist einfach die Verwendung von OSB im Innenbereich entsprechend sichergestellt und ja, bedenkenlos einsetzbar. Ich glaube, dass die ganze VOC-Geschichte zwischenzeitlich, ich sage mal, diese Sau wurde jetzt fast 10 Jahre durchs Dorf getrieben. Ja. So langsam, also schwappt es jetzt auch ab. Und es war schon immer mein Ansatz von hinterher, wir können aufs Kieferholz nicht verzichten, wir kommen nicht drum rum. Die Kiefer ist relativ robust, ja. Und ja, die ist einfach gesetzt, sage ich im Holzbau, und ich finde es einfach ein klasse Holz. Vor allen Dingen, es riecht auch sehr gut, ja, durch die Harzhaltigkeit. Wenn man nach Österreich fährt, gibt es auch einen wunderbaren Zirbenschnaps, den können Sie auch mal probieren. Da können Sie es direkt in Flüssigform einführen. Ja, gehen wir zu unserem OSB 3 Sensitiv. Unsere Platte aus 100% Pappelholz. Ja, Pappel ist ein Holz, entweder fällt es irgendwo nach 80 Jahren um, ja, weil es dann im Mark irgendwo stockvoll wird, fällt um, muss verwendet werden oder wir beziehen sie über irgendwelche Plantagen. Durch die ganze VOC-Geschichte haben wir gesagt, jawohl, wir rufen die Platte hier ins Leben. Wir haben eine begrenzte Kubikmeterzahl zur Verfügung hier in Deutschland. Aber wir haben es doch geschafft, entsprechend die Platte so hochwertig herzustellen, dass wir ebenfalls hier sagen können, wir sind parallel in den gleichen technischen Werte wie unsere hiesige OSB-3-Platte. Pappelholz, klar, ein harzarmes Holz, deshalb so gut wie keine Emissionen. Und das Schöne ist, wir haben es geschafft, seit 2 Jahren jetzt bei der Stadt München in die Ausschreibungen mit drin zu sein. Die haben händeringend Platten gesucht, wollten von der quasi Spannplatte weg, von gewissen Produkten und haben sich jetzt für die Sensitiv entsprechend entschieden, wenn sie hier Schulen oder Kindergärten ausschreiben und bauen. Ja, auch hier haben wir klassisch die Verwendbarkeit in den Nutzungsklassen 1 und 2, also im geschützten Außenbereich. Und auch hier ist die Platte entsprechend deklariert ab der 12 mm Stärke für die luftdichte Ebene. Ja, unsere Stop Fire, die schwer entflammbare Platte, ist ein bisschen dunkler angesiedelt von der Farbe. Ich sage immer, ist ein kleines Schokoladenstück bei uns. Wir sind hier deklariert nach der EU-Norm, nach CS2D0, also sprich schwer entflammbar, mittlere Rauchklasse und kein brennendes Abtropfen. Die Platte ist durch und durch geschützt über das Flammschutzmittel. Das heißt, ich habe den Vorteil, wenn ich die Platte als Nut- und Federplatte fräse oder ob ich irgendwelche Fensterausschnitte etc. mache oder Abschnitte mache, brauche ich hier an der Kante nichts zu behandeln, nichts extra irgendwie abzuspachteln, sondern ich habe ganz normale Bearbeitung, wie ich es kenne von der Standard-OSB. Die Platte ist ca. mit 700 Kilo produziert über das Flammschutzmittel. Bildet die Platte sofort eine feuerhemmende Kohleschicht. Das Schöne ist, Sie sehen es an der Kurve, die Temperatur, die Anfangstemperaturen bleiben in den ersten 6 bis 8 Minuten relativ weit unten, was halt einen riesen Vorteil bringt. Temperatur, ich sage mal, wenn es über 60 Grad geht, dann wird es schwieriger für den Menschen. Und so hole ich doch ein paar Minuten raus, sag mal, was,
Sicherheit angeht, um Menschen rauszukriegen aus dem Gebäude etc. Wenn die Flamme weggenommen wird, geht die Platte sofort aus. Die glimmt nicht nach, die brennt nicht, die hat eben ihre Kohleschicht. Irgendwann ist sie weg. Ja, ja, auch hier haben wir das DPT-Gutachten für die Verwendung im Innenraum. Wie man es kennt in der Standard-OSB. Vorteile mal gegenüber. Ja, es gibt ja vieles. Es gibt ja holzgebundene Zementspanplatten. Es gibt das klassische Formazell oder Gipsfaser, nenne ich es mal so. Oder es gibt Feuerschutzplatten aus Gips. Hier haben wir halt den Vorteil, wir brauchen keine Vorbohrung zu machen. Wir brauchen keine speziellen selbstbohrenden Schrauben wie bei der Holz-Zementspanplatte oder spezielle Schraube wie beim Gipsfaser, sondern wir arbeiten hier in der Regel generell mit einer Klammer, wie man es kennt, mit Holzschrauben oder entsprechend mit Rillennägeln. Dann natürlich auch vom Verarbeiten her, ja, ich will nicht sagen staubfrei, aber ich kann es ganz normal absaugen und habe ein angenehmes Bearbeiten. Ja, wo wird die Platte eingesetzt? Ich lasse es mal gerade hier durchlaufen, querbeet durch in allen öffentlichen Bereichen, bis hin zum Messebau, Schulen, Bürogebäude, Praxen. Das läuft sich komplett durch, wo eben eine OSB-Platte oder wo eine Platte schwer entflammbar ausgeschrieben ist, habe ich eben die Chance, somit OSB einsetzen zu können und würde somit eigentlich mit dem Standard-OSB mit D-Klassifizierung eben hinterher fallen. Ja? Ja, ich habe mir mal ein paar Beispiele im klassischen Holzrahmenbau. Ich habe da vorne mal stehen Kapselung. Kapselung ist immer so ein Begriff. Normalerweise sind das A-Materialien, aber wir kennen eben hier Stützen etc., tragende Teile mit der Platte nochmal zusätzlich schützen. Hier mal ein Ausschnitt und von der Deckelverkleidung. Klassische aufgehende Bauteile werden über Press mit Rockwollstreifen angefahren. Wir haben eine Dehnfuge mit circa 1 Zentimeter bis 1,5. Und diese Fuge wird dann eben über das gleiche Material, wird eine Leiste zugeschnitten und kann dann somit abgedeckt werden. Fußbodenbereich gibt es vielmal Nutzungsänderungen, wo dann einfach schwer entflammbar gefordert ist. Hier kann ich dann eine Nut- und Federplatte zum Beispiel schwimmend drüberlegen, sei es Sporthallen, wo eine Nutzungsänderung stattfindet etc. etc. Auch für solche Geschichten oder klassisch dann im Messebau, wo sehr, sehr oft eben auch schwer entflammbar oder in der Regel eigentlich schwer entflammbar gefordert ist. Ja, mal ein Foto aus einer Hobelhalle in Bayern. Hier war eine alte Kantholzbinderkonstruktion. Gips war zu schwer, Gipsfaser war zu schwer. Zementgebundene Holzspanplatte sowieso. So hat man sich letztendlich für die Platte hier entschieden, um einfach die Hälfte des Gewichts fast einsparen zu können und auch in der Unterkonstruktion etwas mehr einsparen zu können. Und wenn man dann solche Geschichten sieht, wie hier diese Lichtschächte, wo dann fast 6 Meter hochgehen, dann ist es dann doch mit einer OSB-Platte relativ einfach, hier Verkleidungen und Bekleidungen zu machen, wie typisch mit einer Gipsplatte. Ja, kommen wir zu unserem Longboard. Also wir können auch länger. Das heißt, am Standort hier in Heiligengrabe haben wir eigentlich weltweit momentan noch die einzige Anlage, die OSB-Platten über das Contirol-Verfahren eben bis zu 18 Meter Länge können wir hier produzieren. Und das bringt natürlich auch verschiedene Vorteile mit sich. Das Longboard ist bei uns eine Platte, das fängt an bei 6,50 Meter. Alles, was größer ist, läuft bei uns ins Longboard rein. Und so können wir überproduzieren, ich sage mal, jede Länge. Ja. Wir brauchen halt eine dementsprechende Abnahme, aber ich sage mal, in der Regel Minimum eine Ladung können wir eigentlich das Längermaß entsprechend produzieren. Am liebsten natürlich über die volle Pressbreite mit 2,81 Meter. Passt auch relativ gut in die Welt, weil wir zwischenzeitlich auch mit den Stockhöhen hier relativ hoch sind. Ja, es kann alles sein im Longboard. Es kann eine OSB 3, es kann eine OSB 4 sein, geschliffen, ungeschliffen. Wir haben eben hier die Vorteile in Heiligengrabe, da wir das Schleifaggregat in der Linie haben, können wir auch die langen Platten hier beidseitig durchschleifen. Und die Vorteile dazu kommen wir gleich drauf. Ja, was habe ich von der langen Platte? Viele Holzbauer oder Modulbauer setzen die Platte zwischenzeitlich ein, weil sie einfach ein stabileres Modul bekommen. Ja? Die Stöße sind weg, teilweise fällt in den Wänden das Abkleben flach, ja, ich brauche das nicht mehr, ich bilde mit der OSB über die luftdichte Hülle.
Ich habe die Doppelklammerung weg, ja, durch die Stöße. Ich spare mir ca. 30% an Befestigungsmaterial. Und wie gesagt, ich habe ein relativ stabiles Modul. Das ist ein Abnehmer von uns in der Schweiz. Das war bis jetzt mal unsere längste Platte hier mit 17,98 Meter. Es war auch das längste Modul, das war eine temporäre Schule in Nürnberg. Ja, das waren 96 Module, das Objekt stand dann in 11 Tagen und konnte dann bezogen werden. Oder mal irgendwelche Kastenelemente, das war die Messe in Dornbirn. Das waren, glaube ich, in Summe 34 Ladungen oder was, was darüber ging, wo dann eben Großkastenelemente gebaut wurden. Die wurden dann hochgehievt, wurden dann alles komplett ca. 40 cm hoch mit nachwachsenden Dämmstoffen ausgeflockt und bildeten so quasi die Wand und die Dachelemente über den angefertigten Kantholzbindern. Also solche Sondergeschichten, das läuft uns richtig gut rein, was das Longboard angeht. Seit anderthalb Jahren haben wir auch die Freigabe von der Firma Stoh mit unseren Langplatten auf eine Holzrahmenbauwand zu gehen, im klassischen Ständerabstand, sei es jetzt 62,5, wie man es kennt, oder größere Abstände. Es ist dann eingegrenzt, sage ich mal, ja, also bis 62,5 Ständerabstand können wir hier eine 18 mm Plattenstärke verwenden, geschliffen, oder größere Abstände dann bis 83,3 nehmen wir dann eine 25 mm Platte. Vorteil diese Platte, durch das, dass sie quasi ein fugenloses Element darstellt, kann ich die Platten auf der Innenseite auf der OSB direkt beschichten. Das heißt, ich brauche hier keine extra Gipsplatte mehr aufbringen, sondern ich gehe mit der Beschichtung nach Beschichtungsempfehlungen unserer Partner direkt hier drauf. Aktuell haben wir die Freigabe von Stoh. Ich schätze mal, weitere werden jetzt folgen in dem Bereich. Das erste Objekt, Dreigeschosser in Ulm, haben wir schon bereits realisiert. War wirklich eine tolle Sache und wir eliminieren quasi eine Schicht komplett raus aus der Baustelle. Ist natürlich eine riesen Zeitersparnis und entsprechend Schnelligkeit dahinter. Ich brauche hier natürlich auch Unternehmen, wo diese langen Platten handeln können. Ich brauche das Equipment in der Halle, das ist ganz klar. Also jeder kann es nicht machen, ich muss entsprechend einigermaßen ausgestattet sein, um hier arbeiten zu können. Es muss nicht unbedingt die 18-Meter-Platte sein, wie es hier steht. Das Objekt in Ulm wurde mit einer 12-Meter-Platte realisiert und war dann irgendwo ein Stoß, hat man den so gelegt, dass der auf der nächsten Zwischenwand lag. Und so ist eigentlich immer gewährleistet, dass ich von Ecke zu Ecke durchlaufend fahre. Der Vorteil hier im Bereich der Ecken hier über den Ausschnitten, da haben wir ja immer Spannungen in der Regel. Ich darf hier Gipsplatte da nicht direkt hochschneiden, sondern ich muss hier einschneiden. Das fällt hier alles flach. Die ganze Spannungen übernimmt quasi die durchlaufende OSB-Platte. Und somit ein weiterer Vorteil. Ja, mal ein Ausschnitt einfach, wie es aussah. Es war hier ein Kalkputz, wo man quasi aufgewalzt hat. Kam relativ klasse raus, das Objekt. Und ja, die Bauherren waren begeistert, waren, glaube ich, 38 Wohneinheiten in dem ganzen Ding. Ja, gehen wir in den letzten Punkt rein, in unsere Magnum Board. Ja, Magnum Board sagt schon der Name, groß und dick, ist quasi unser Vollholzelement aus OSB4 gefertigt. Bis zu 10 Lagen, das heißt, wir arbeiten hier in 25 mm Schritten. Das heißt also Elementstärke bis 250 mm sind hier realisierbar und eben durch die Plattenlänge dann bis maximal 18 Meter Länge. Ja, auch hier klassisch, wie man es kennt, wir sind der Produzent der Grundplatte in 25 mm. Auch hier klassisch das Durchforstungsholz aus unserem märkischen Kiefer hier. Und ich habe es auch hier nochmal draufstehen, der CO2-Speicher, ist immer so die kleine Faustformel, ein Kubikmeter Holz speichert ca. eine Tonne CO2. Für das Produkt besitzen wir eine europäische Zulassung, das heißt, wir können das Produkt in Europa entsprechend verbauen und hier stehen dann entsprechend die Vorgaben drin, das heißt, wir haben hier eine Wechselleimung, können eine Elementhöhe machen bis 3,80 Meter. Das heißt, was ich vorher gesagt habe, die 2,81 Meter Plattenbreite
es gibt keine breiteren Pressen, habe dann quasi so eine Wechselleimung. Ja, ich muss Streifen im Millimeter zuschneiden und mache die dann lagerweise in der Wechselleimung und kann so Elemente herstellen bis 3,80 Meter Höhe. Oder der Länge entsprechend, wenn es um Industriebau geht, kann ich auch das Element hochkant stellen und kann es dann bis 6,50 Meter als abtragend verwenden. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben in Biebrach gerade eine Industriehalle gebaut mit Magnumbord. Da waren dann Stützen als abbelastendes Teil und die Platte lief außen durch als Element und war prädestiniert, dass wir hier lauter F90-B-Wände hergestellt haben. Also es ist vieles möglich in dem Bereich. Ja, lass den 18 Meter LKW mal durchs Bild fahren. Das war unser erster Konvoi, der Richtung Stein am Rhein ging, zu unserem Holzbaupartner Erne. Das waren die ersten 18 Meter Platten, das ist glaube ich 6 Jahre her jetzt. Da ging ein Konvoi darunter mit 12 Ladungen, war ein ganz schön imposantes Bild. Und wenn man dann so eine Platte sieht, ich weiß nicht, wer nachher eine Werksbesichtigung macht, ich hoffe, sitzen Langplatten da, wenn sie nicht schon weggefahren sind. Dann sieht man mal, was das eine imposante Geschichte ist, wenn man vor einer Platte steht mit 15 oder 18 Meter Länge. Also eine Einzelplatte wiegt da eine Tonne und da machen sie händisch gar nichts mehr. Da brauchen sie einfach das Equipment dazu und sie müssen eingerichtet sein. Ja, wie gesagt, wir sind der Hersteller der Grundplatte. Unsere sogenannten Lizenzpartner fertigen die Elemente auf ihren Leimanlagen, wird Vakuum verklebt, wird dann CNC gesteuert abgebunden. Und wie man es dann sieht im rechten Foto, das ist mal ein Dachelementstoß auf ein Wandelement. Das Ding passt, ich sage es so schwäbisch, wie Arsch auf Eimer. Ja? Also Sie sehen auch hier eine Premurraute. Das heißt, wir haben ein geschlossenes System, wir sind luftdicht. Wir haben bei 100 mm Magnumbordwandstärke 65 Meter SD-Wert. Das heißt, über die Premurraute bringen wir die Luftdichtheit und die Winddichtheit. Haben wir Stellen, wo wir schlecht hinkommen, können wir es auch von außen mit Klebeband noch abkleben. Das heißt, nach außen sind wir bei dem System komplett offen für alle Fassadensysteme. Egal, was Sie jetzt davor haben, drauf zu machen. Und mit der Direktbeschichtung, wie wir es vorher im Longboard hatten, haben wir es hier natürlich auch bei einer Magnum-Bordplatte. Ja, wir sind jetzt zwischenzeitlich seit 2008 unterwegs. Wir haben jetzt 15 Jahre Erfahrung in der Direktbeschichtung mit der Platte. Haben zwischenzeitlich alle Partner drin und wir sind entstanden eigentlich aus dem klassischen Ein-Zweifamilienhausbereich. Das hat jahrelang vor sich hergetümpelt, bis vor 6, 7 Jahren es plötzlich losging. Ja Mensch, könnt ihr auch vielgeschossig etc. etc. Und so sind wir jetzt verstärkt an das Produkt rangegangen und wir wollen es jetzt wirklich forcieren, dass wir richtig mit schlagkräftigen Mengen in den Markt kommen. Das war in Lübeck der erste Fünfgeschosser, den wir hier gebaut haben. Da stand vor 6 Jahren Holz noch gar nicht in der Landesbauordnung drin. Wir mussten da natürlich noch kapseln. Ja, also der Prüfingenieur hat uns hier nicht rausgelassen. Aber heute sind wir so weit, also wir würden es heute ohne Kapselung hinkriegen. Wir sind jetzt aktuell dran, wir haben einen Auftrag jetzt erhalten oder einen Lizenzpartner von uns in Schwerin, einen Fünfgeschosser. Der wird jetzt in diesem Spätherbst noch realisiert. Sie sehen es im Gebäude auch nicht an, ist es ein reines Holzgebäude oder was ist es überhaupt, ja, wenn es außen quasi verputzt ist oder Holzfassade hat. Innen eine Direktbeschichtung, sehen Sie das Gebäude nicht an, aber Sie haben 100% Holzgebäude. Ja. Das war der erste Holzbau auf Sylt in Westerland. Das war ein 4-Einheiten-Haus. Der Investor hat uns letztendlich oder dem Lizenzpartner den Zuschlag gegeben. Aufgrund, dass wir relativ schlanke Wandeinheiten haben, haben wir hier eine Quadratmetergewinnung gehabt und hatten hier letztendlich einen Vorteil von 100.000 Euro, ja, was das Ding mehr wert holt. Und bei einem Quadratmeterpreis von irgendwo knapp 10.000 Euro auf Westerland hat sich das dann schon gerechnet. Es wurde alles komplett zugeschnitten. Das waren Teile bis zu einem halben Quadratmeter groß nur. Es waren Spitzgauben drin mit 56 Grad Dachneigung. Es hat wirklich alles gepasst. Sie haben da nicht einmal ein Blatt Papier dazwischen gekriegt. War ein tolles Objekt, wurde dann später noch verklinkert. Es steht mitten in Westerland. Sie finden es aus den anderen Gebäuden nicht raus, dass es ein 100% Holzbau ist. Aber es war eigentlich auch das Thema CO2-Speicher etc. etc. Nachhaltigkeit. Ja, Holz brennt, das wissen wir alle. Mit dem System gehen wir relativ bis Gebäudeklasse 4 und 5 rein.
Wir haben hier sämtliche Zulassungen und Brandschutzprüfungen hinter uns von F30B bis 120 Minuten. Hier einfach nur mal ein Beispiel, eine vierlagige Wand, also 100 mm mit 8 mm Rotkalk verputzt, haben wir eine REI 45 erreicht, also sprich statisch, isolierend und abschließend 45 Minuten Brandwiderstand, ohne irgendeine Gipsplatte hier drauf zu machen. Oder klassisch Gebäudeabschlusswand F90B, REI 120 mit einer 160 mm Volamid ohne Putz. Ja, wir haben es speziell geprüft ohne Putz, weil wir wollten einfach die Möglichkeit haben, später mal in der Vielgeschossigkeit auch Mischfassaden gestalten zu können. Wir sind der Einzige, der diese Prüfung überhaupt hat in der Gebäudeabschlusswand mit einer Deckenauflage und Kabelkanälen da drin. Also wir prüfen das immer mit. Dann natürlich eine REI 60 Wand und letztes Jahr im Herbst haben wir eine sogenannte F90B-Decke geprüft. Wir wollten eigentlich 60 Minuten prüfen, haben nach 55 Minuten festgestellt, da passiert ja gar nichts. Wir haben die Decke in der Prüfkammer mit Vollbelastung 4 kN pro Quadratmeter belastet auf über 4 Meter Spannweite. Wir haben einen Elementstoß eingebaut. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir es jetzt mal laufen. Wo wir dann bei knapp 90 Minuten waren, haben die vom IFT gesagt, naja, so eine Prüfung hatten wir noch gar nie hier. Eine Holzdecke, Vollmassivdecke, ohne Gips, ohne alles. Jetzt lassen wir das Ding laufen, von uns aus bis zum Versagen. Ja, und nach 101 Minute ist dann das IFT fast abgefackelt. Ja. Dann ist die Decke gebrochen und die 1000 Grad gingen dann auf einen Schlag raus in den Prüfraum. Das heißt, innerhalb 4 Sekunden war es hier Nacht und die haben dann versucht, das Ding mit Gartenschläuchen zu löschen, aber es hat nur funktioniert. Also wir wären nicht schuld gewesen, sie haben es ja selber verbockt, aber es ist nochmal gut gegangen. Also nichts abgebrannt, alles gut. Aber hier haben wir jetzt eine einmalige Prüfung, F90B ohne brandschutztechnische Begleitung und können das Ding auch verwenden, Gebäudeklasse 4 und 5. Ja, hier noch ein Produkt mit unserer OneBlock Wohnungstrennwand. Da haben wir im April auf der Bau in München den Architekten Award bekommen, Platz 1. Wir wurden angehauen, hier ja, mal was zu tun Richtung Gebäudetrennwände, Wohnungstrennwände. Holz hat hier immer ein bisschen das Problem, entweder stellen wir nochmal eine Vorsatzschale davor. Schalltechnisch sind wir immer beim Holz ein bisschen schlecht dran. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lasst uns doch mal was gemeinsam probieren mit der Firma Wolf Bavaria mit Quarzsand gefüllten Wabenplatten und haben dann eben mal das kreiert, asymmetrische Abwicklung, das heißt auf der einen Seite eine 125er Magnumbordwand, sprich gleich mal 60 Minuten Brandwiderstand, haben dann Schallstripe-Streifen eingebaut mit einer 15 mm Quarzsand gefüllten Platte. Und auf der Gegenseite dann eben eine 75 mm Magnumbordwand. Ziel war 60 dB und haben mit der Wand jetzt 66 dB erreicht im Luftschall. Also wirklich sehr, sehr gute Werte. Die sind besser, wie bei 24 cm Kalksandsteinwand. Ja, und die ersten Objekte sind realisiert. Im Grömitzbad an der Ostsee, ein Dreigeschosser mit diesen Wohneinheiten abschließen hier. Funktioniert sehr gut. Wir haben auch geprüft, dass wir diese zweischalige Wand in der Produktion beim Partner zusammenschrauben, können die zweischalige Wand in einem aufstellen, nehmen die Schrauben raus und wir haben keine dB-Verschlechterung. Also es wurde explizit noch mal beim IFT in Rosenheim geprüft. Ja, zur Direktbeschichtung noch mal. Wir haben zwischenzeitlich alle unsere Partner drin, von Stoh, Knauf, über Caparol, Keimfarben, Gletek ist letzten Winter dazugestoßen mit der Lehmbeschichtung. Ich weiß nicht, wer draußen war im Showmodul, der konnte sehen, da sind die ganzen Beschichtungen drauf. In der Schweiz haben wir die Haga AG mit im Boot. In Davos haben wir letztes Jahr einen schönen Dreigeschosser gebaut für Hotelpersonal. Da wurde das ganze OSB blieb sichtbar, wurde dann mit Keimfarben entsprechend lasiert, kam wirklich klasse raus. Und so haben wir eigentlich alle marktführenden Partner mit im Boot, weil einfach die Stuckateure Maler teilweise so aufgestellt sind. Ja, der eine schafft mit Stoh, der andere mit Knauf. Und so kann man natürlich auch ein bisschen variieren und ist flexibel.
Ja, warum können wir direkt beschichten? Die äußere Lage läuft bei uns immer durch. Wir haben sogenannte Anfahröffnungen unten über die Decke, wo die Leitungen entsprechend angefahren werden. Die Kabelkanäle werden stirnseitig gebohrt oder gefräst. Die Dosen werden gleich rausgenommen in den Fingerfräsern. Das heißt, der Elektriker kommt einmal an die Baustelle zur Installation und kommt ein zweites Mal zur Fertiginstallation. Das war's. Also auch hier eine relativ hohe Zeitersparnis in den Nebengewerken. Ja, dann das Thema Rückbau, Wiederverwendbarkeit wurde ja heute schon des Öfteren besprochen oder drüber gesprochen. Auch wir haben hier mit der Firma Knapp, mit dem Valco-Verbinder, eine Vereinbarung und sind bei denen in der europäischen Zulassung drin. Das heißt, über den Verbinder wird das Element nur noch dreipunktig eingehängt, es rastet ein, zieht sich automatisch zusammen und kann so in 50, 60 Jahren einfach wieder rückgebaut werden. Dann kommt natürlich Rückbau, ja, das sind ja immer solche Geschichten. Wie wird es denn verwaltet? Da werden sich Plattformen auftun, wo dann einfach die Gebäude entsprechend registriert sind, die Wände pro Stock oder pro Wohneinheit entsprechend vermaßt und eine Nummer haben. Und somit ist eigentlich nachvollziehbar, was ist in 60 Jahren, wenn ich es rückbaue, dann kann ich das Element wiederverwenden. Ich kann es kürzen oder nachschneiden. Die Beschichtung kann ich drauflassen. Ich ziehe mir einfach ein Flächengewebe durch und beschichte neu, fertig aus, das war's eigentlich. Und so habe ich nicht nur die Möglichkeit, das Ding einfach zu recyceln, ja, und mache dann eine Spannplatte draus oder irgendwo in die thermische Verwertung, sondern so habe ich hier nochmal die Möglichkeit über solche Verbinder. Ja, wie ich zu Beginn gesagt, wir sind der Hersteller der Grundplatte. Das ist mal so die Übersicht über unsere Lizenznehmer, die wir haben, also südlich in Berlin, die Firma 3WTEC, in Ludwigsfelde sitzen die. Dann in der Rhön, in Budla, in Thüringen, ziemlich zentraldeutschlandweit, die Firma MMD. Wir haben in Belgien drüben zwei Partner sitzen, in Westflandern. Wir haben unser ältester Partner, die Firma Bamo Construction, im französischen Jura sitzen. Und wir haben neu dazu gewonnen jetzt in Laufenburg, die Firma Baldeschwiller AG in der Schweiz. Ja, so sind wir relativ gut zentral aufgestellt mit den Anrainerstaaten. Und das sind Holzbaubetriebe, die hier bereit waren zu investieren. Und die machen die Elemente nach europäischer Zulassung fertig, sind fremdüberwacht und beliefern entsprechend Generalübernehmer, Holzbauer etc. etc. Ja, wir können alles mit dem Produkt, Dachelemente. Zwischenzeitlich machen wir sehr viel Treppenelemente, ersetzt quasi die klassische Betontreppe, die man so kennt. Dann, was immer mehr kommt, die sogenannten Aufzugschächte. Der größte ging jetzt bis jetzt im Stück über 4 Geschosse. Wir hatten eine Maßdifferenz von 2 mm über 18 Meter oder über knapp 18 Meter. Ist noch immer noch ein bisschen Fremdland für die Aufzugbauer, aber die kommen so langsam aus der Hecke, ja, und akzeptieren es, weil einfach die Genauigkeit da ist. Und natürlich eben ja, bis zu Kleinstteilen, das ist eben das Haus auf Westerland, hier sieht man es mal mit dem altdeutschen Klinker verklinkert, Sie sehen ja nicht, dass es ein Holzhaus ist. Also auch solche Geschichten gehen. Hier eine Kita in der Rhön mit ca. 1100 Kubikmeter Magnumbord. Dann in Lübeck der erste 5-Geschosser, wie gesagt. Und ja, wir sind glaube ich auf einem guten Weg. Wir haben hier die Möglichkeit mit dem System, es kann auch mal ein ergänzendes Element sein zum Holzrahmenbau klassisch. Und ja, ich lasse den Spruch hier immer noch stehen vom französischen Materialforscher Timothée Boitozet, der gesagt hat, ja, das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert des Stahls, ja, das 20. das des Betons, das wissen wir alle, und das 21. wird eben das des Holzes werden. Und ich glaube, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das auch alle miteinander schaffen werden. Und ich möchte es mal so betiteln, wir haben, glaube ich, gar keine andere Wahl, wenn wir die ganze Klimageschichte sehen. Wir müssen mehr in Holz bauen, wir müssen das Holz, das jetzt da ist, ernten, wir müssen aufforsten, ja. Und ich glaube, so wird ein Schuh draus und da bin ich ganz zuversichtlich, wenn die Umdenke stattfindet, auch beim Planer. Natürlich muss auch der Staat die Rahmenbedingungen geben, ganz klar, aber dann bin ich zuversichtlich, dass wir das einigermaßen packen werden. Ja, ich bin durch, ich freue mich auf die Fragen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.